Hallo, lieber Steinbock. Mal gucken, was der Kaffeesatz zu bieten hat. Was mein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. Oh, lieber Steinbock. Also diesen Samstag liegt dein Interesse nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Also du träumst lieber ein bisschen, ne, anstatt dich den Anforderungen des Alltags zu kümmern. Um halt Missverständnisse wirklich auch zu vermeiden, ja, solltest du wichtige Dinge versuchen, wahrheitsgetreu mit wahrheitsgetreuen Aussagen, ja, zu formulieren. Also ich bin ja selber Steinbock, ich kenne das, wenn wir einmal im Traum landen, ja, kommen wir so schnell nicht mehr so raus aus dem Traum, ja. Aber es gehört auch zum Leben dazu. So. Ja, also Missverständnisse sind vorprogrammiert, ja, diesen Samstag. Achte drauf, dass du richtig verstanden bist, ja? So, lieber Steinbock. Dann gibt es noch einen Spruch. Ich sag's dir erstmal auf Türkisch. Ne falsız kal, ne de falayınan. Also, das heißt übersetzt, verzichte nicht auf den Kaffeesatz, aber glaube auch nicht an den Kaffeesatz, ja? Also, ja, falls da jetzt irgendwas Negatives gesagt wird, steige dich bitte nicht rein, ne? Oder irgendwelche Gedanken, die aufkommen, ja? Sehe das so als Inspiration, ja? Mir macht's ja Spaß, hier so diese Spuren vom Kaffeesatz zu interpretieren, ne? Ja, ne? Also, ja, sehe das so als Inspiration an, ja? Okay? Das war's dann auch, lieber Steinbock. Bis zum nächsten Mal.